Mr. Unbekannt. Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Wollen Sie mich etwa zu sich einladen? Nein, ganz bestimmt nicht. Sie sind im Vorteil, wissen Sie das? Sie kennen meinen Namen, aber wir sind Sie. Einer von den Amerikanern, die als Kind zu viele Filme gesehen haben? So ein kleiner Junge, der nie Beachtung gefunden hat? Und jetzt denkt, er ist John Wayne, Rambo und Marshall Dillon in einer Person? Wenn ich ehrlich bin, war Roy Rogers immer mein großes Vorbild. Auf sein Glitzerhemd bin ich total abgefahren. Glauben Sie wirklich, dass Sie eine Chance gegen uns haben, Cowboy? Yippie-yay, du Schweinebacke. Hey, ist da wer? Ist jemand da? Argyle? Argyle? Halt Funkstille und bleib, wo du bist. Hast du mich verstanden? Hey, was passiert da oben? Ich bin in der Garage eingeschlossen. Ich brauch Hilfe. Hier spricht Sergeant Al Powell vom Los Angeles Police Department. Wenn derjenige, der vorhin über diesen Kanal um Hilfe gerufen hat, mich hören kann, dann bitte ich um Bestätigung. Ich wiederhole. Ich höre dich. Bist du der Typ aus dem Wagen? Der Rest davon. Sag mir, wer du bist. Auf dem Kanal kann jeder mithören und unsere Freunde haben nervöse Finger. So sieht's aus. Sie haben etwa 30 Geiseln im 30. Stock. Der Anführer heißt Jack. Die haben ein echtes Waffenlager zusammengetragen. Sie haben Maschinenpistolen und genug Plastiksprengstoff, um L.A. platt zu machen. Einer weniger, den Typ eingeschlossen, der dir auf die Haube gehüpft ist. Die meisten dürfen Europäer sein, ihren Klamotten nachzuurteilen und ihren Zigaretten. Sie müssen jede Menge Geld haben und sind eiskalt. Sie haben alles genau geplant. Wie kommst du drauf? Ich habe schon so viele falsche Ausweise gesehen, dass ich weiß, dass die hier ein Vermögen gekostet haben. Das sind Profis. Alles klar. Die besten Männer von L.A. sind im Einsatz. Brauch einen, falls du einen hast. Wie soll ich dich nennen? Nenn mich Roy. Hör mal gut zu, Roy. Wenn dir noch was einfällt, was wir wissen müssen, dann spuck's aus, okay? In der Zwischenzeit verkriech dich in eine sichere Ecke und halt die Füße still, verstanden? Es ist abgeschlossen. Ach, abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Ach, abgeschlossen. Ach, abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Vergiss den Sichtkontakt. Ich weiß, wer da drin ist. Roy, du musst Funkstille halten. Hör mir zu, ich weiß, wer da unten ist. Wir müssen ihm helfen. Roy, wir können keinen Angriff riskieren bei dieser ganzen Ballerei. Kannst du rausfinden, was da drin los ist? Es wurde ein Fahrzeug gesichtet und es wird mit automatischen Waffen geschossen. Bin schon auf dem Weg. Der Strom ist weg. Ich muss das hier irgendwie einschalten. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Sicherungskasten.
Abgeschlossen. Ach, abgeschlossen. 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 Ach, abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Ach, abgeschlossen. Der Strom ist weg. Ich muss das hier irgendwie einschalten. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Sicherungskasten. I can't leave yet. I gotta open the parkade so Argyle can get out. I can't leave yet. I gotta open the parkade so Argyle can get out. Abgeschlossen. Bleiben! Bewegung! Thank you.
an, Sie haben mir das Leben gerettet. Ich schulde Ihnen was. Passiert Ihnen so ein Mist öfter in New York? Wir haben keine Zeit. Fahr das Auto in die Ladebucht. Da ist es außer Sicht. Alles klar, los zur Tür. Was passiert denn da, McLean? Wer sind diese Idioten? Terroristen. Sie haben Geiseln genommen, aber ich konnte entkommen. Sie wissen aber, dass ich hier bin und versuchen, mich zu jagen. Heilige Maria, Mutter Gottes! Boten? Ich hoffe, die laufen nicht hier drinnen rum. Mann, die Tür ist auch abgeschlossen. Wie zum Teufel sollen wir herauskommen? Werden wir nicht. Du wartest hier und bleibst in Deckung. Und was haben Sie vor? Wieder da hochgehen. Sie sind wohl lebensmüde, McLean. Meine Frau ist da oben. Was soll ich da noch sagen, Mann? Die Garage ist gesichert. Es gab da so ein paar Clowns, die mir meine Mitfahrgelegenheit versauen wollten. Die Geisel ist erstmal außer Gefahr. Gute Arbeit, Roy, aber du musst aufhören, den Helden zu spielen. Du sollst nur beobachten. Mach nur, was du zum Überleben machen musst, aber mach nicht wieder so einen Spezialeinheiten-Scheiß.
Er ist hier drüben! Glaubst du, dass wir vor morgen um 6 wieder zu Hause sind? Da kommt eine Tourtür, den will ich sehen. Das bezweifle ich. Verfluchte zwei Jobs. Naja, zahlt mir die Miete. Sag mal, was hast denn du gemacht, bevor du Terrorist wurdest? Ich war Rationalisierungsfachmann. Und du? Postbeamter. Abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Hast du schon von diesem Spiel gehört? Football? Ja, die nennen ihren Ball Schweinehaut. Ob die ihn wohl aus ihrer eigenen Haut machen? Wer ist an der Tür? Stirb, amerikanischer Bastard! Abgeschlossen.
halte dich auf dem... Das, was du meinem Freund angetan hast, wirst du bezahlen. Schließ die Tür! Wir räuchern ihn aus! Und los!